Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 11 und wir werden uns im Kapitel Endlich dimensionale normierte Räume mit isomorphen Räumen beschäftigen. Wir hatten im vorletzten Lernvideo gezeigt, dass die P-Normen auf RD oder CD alle äquivalent sind und insbesondere hierfür die Abschätzung bewiesen, dass wenn wir zwei Exponenten nehmen, P und Q, P kleiner Q, dann können wir zum einen die Q-Norm eines Vektors durch die P-Norm des Vektors abschätzen und wir können aber auch die P-Norm durch die Q-Norm des Vektors abschätzen. Nur braucht man bei dieser zweiten Abschätzung eine Konstante und die ist von dieser Form hier. Und man sieht, dass diese Konstante hier erstens von der Dimension abhängt und wenn die Dimension gegen unendlich geht, geht auch diese Konstante gegen unendlich. Und das ist ein Indiz dafür, dass diese zweite Abschätzung hier eben nicht im Unendlich-Dimensionalen gelten wird. Wir möchten uns jetzt erstmal klar machen, dass nicht nur die P-Normen auf RD und CD äquivalent sind, sondern beliebige Normen auf endlich-dimensionalen Vektorräumen immer äquivalent sind. Und das ist auch schon die Aussage dieses ersten Satzes. Auf einem Vektorraum x mit endlicher Dimension sind alle Normen äquivalent. Und das möchten wir jetzt kurz beweisen. Ja, im Beweis schauen wir uns zwei Schritte an. Im ersten Schritt betrachten wir den Spezialfall, dass x der RD oder CD ist. Und dann im zweiten Schritt betrachten wir allgemeine Vektorräume. Also fangen wir mit Schritt 1 an, sei x RD oder CD. Und okay, was müssen wir zeigen? Wir müssen zwei Normen nehmen und die gegeneinander abschätzen. Und jetzt stellt man fest, dass es auch ausreicht, dass eine der Normen eben die Maximumsnorm einfach ist. Warum ist das so? Die Eigenschaft, äquivalent zu sein, ist eine Äquivalenzrelation für die Normen. Und das bedeutet, wenn wir zeigen können, dass jede Norm zur Maximumsnorm äquivalent ist, dann folgt daraus auch schon aus Grund der Transitivität, dass dann auch jede beliebige Normen äquivalent zueinander sein müssen. Und das bedeutet, dass wir jetzt einfach mal annehmen, dass hierdurch eine zweite Norm auf x gegeben ist. Ja, um zu zeigen, dass diese Norm zur Maximumsnorm äquivalent ist, müssen wir zwei Abschätzungen zeigen. Zum einen, die erste Abschätzung, die zu zeigen wäre, dass x abgeschätzt werden kann, modulo einer Konstanten, durch die Maximumsnorm. Und zweitens müssen wir die Maximumsnorm modulo einer zweiten Konstanten, die man hier C2 nennen möchte, durch diese Norm von x eben abschätzen. Okay, fangen wir mal mit dem Argument hierfür an. Wenn wir einen beliebigen Vektor x haben, dann können wir vielleicht uns daran erinnern, dass wir den bezüglich der Basis eben darstellen können, nämlich der Standardbasis des RD oder CDs. Und das bedeutet, dass es so diese Koeffizienten gibt, xi und die Standardbasisvektoren. Und wir können jetzt auf diesen Ausdruck die Dreiecksungleichung anwenden und die Summe nach draußen ziehen. Und dann kann man Folgendes feststellen. Zum einen können wir den Betrag einer Komponente von x immer durch die Maximumsnorm von x abschätzen. Und wenn man das tut, dann hängt nach dieser Abschätzung dieser Faktor gar nicht mehr von i ab. Das heißt, den kann man aus der Summe rausziehen. Und was man dann erhält, ist die Abschätzung nach oben, wo man nur noch die Längen der Einheitsvektoren bezüglich dieser gegebenen Norm aufsummiert und dann steht dahinter einfach die Maximumsnorm von x. Und damit ist auch schon die erste Abschätzung. Gut, schauen wir uns mal die zweite Abschätzung an. Wenn wir also dieses hier beweisen möchten, dann stellen wir zunächst einmal fest, dass die Norm, die wir hier haben, eine stetige Abbildung auf dem RD oder CD bezüglich der Maximumsnorm ausgestattet ist. Also wie sieht man das?
Nun, man weiß aufgrund der inversen Dreiecksungleichung, dass diese Abschätzung hier gilt. Und jetzt hatten wir schon bewiesen, dass wir diese Norm abschätzen können durch die Maximumsnorm. Das heißt, hier steht dann die Konstante c, die wir vorhin explizit berechnet haben, und dann hier der Abstand der beiden Vektoren bezüglich der Maximumsnorm. Ja, und diese Abschätzung sagt nun, dass eben diese Abbildung, welche einem Vektor x diese Norm zuordnet, stetig ist, sogar Lipschitz stetig ist. Also wir haben jetzt gezeigt, diese Abbildung ist stetig. Und das ist jetzt ganz praktisch, denn was wir jetzt machen können, ist uns die Einheitssphäre anschauen. Also in diesem normierten Raum, das heißt alle Vektoren, deren Maximumsnorm gerade 1 ergeben. Das ist eine Menge, die wir uns in einem der vorangegangenen Beispiele angesehen haben, und wir haben festgestellt, die Menge ist, da sie abgeschlossen und beschränkt ist, eben kompakt. Und jetzt haben wir also eine kompakte Menge, und wir können uns auf dieser kompakten Menge diese stetige Funktion ansehen, und das bedeutet, das Infimum von dieser Funktion über alle Vektoren in dieser Menge S wird angenommen durch einen Vektor in dieser Menge S. Und weil diese Vektoren in dieser Menge alle ungleich dem Nullvektor sind und eine Norm eben positiv definiert ist, muss dieses Infimum automatisch echt größer sein als 0. Ja, und das möchten wir jetzt gleich benutzen. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir nehmen uns einen beliebigen Vektor x aus RD oder CD her, der nicht 0 sein soll. Und wir möchten jetzt diese Abschätzung beweisen. Wir fangen mit der rechten Seite an und möchten nach unten abschätzen. Das heißt, wir müssen die Norm von x nach unten abschätzen. Und wir normalisieren jetzt diesen Vektor bezüglich der Maximumsnorm. Und wenn man das macht und die absolute Homogenität verwendet, dann kriegt man eben diesen Ausdruck, den ich jetzt hier hinschreibe. Ich habe da einmal mit einer kreativen 1 multipliziert, die durch die Maximumsnorm von x über die Maximumsnorm von x gegeben war. Und das Schöne ist jetzt, dass dieser Vektor hier, der hier drin steht, der ist in der Einheitssphäre bezüglich der Maximumsnorm enthalten. Und ich kann jetzt diesen ganzen Ausdruck nach unten abschätzen durch dieses Infimum. Deshalb gebe ich dem Infimum jetzt mal einen Namen. Ich nenne das Infimum jetzt mal C. Und das heißt, dieser zweite Faktor hier ist durch C abgeschätzt. Und weil dieses C strikt positiv war, folgt aus dieser Abschätzung also, dass die Maximumsnorm von x nach oben abgeschätzt werden kann durch 1 über klein c mal die Norm von x. Und damit haben wir die erste Behauptung bewiesen, dass beliebige Normen auf RD oder CD eben äquivalent sind. Ja, jetzt im zweiten Teil möchten wir beliebige normierte endlichdimensionale Räume betrachten, also 2 x Vektorraum mit endlicher Dimension, und sagen wir, die Dimension wäre in D. Und wir haben zwei Normen, Norm 1 und Norm 2 auf x, und wir möchten zeigen, dass die äquivalent sind. Jetzt bietet sich an, diesen Fall auf den ersten Fall zurückzuführen, nämlich den Fall, wo wir über RD oder CD sprechen. Und wie macht man das? Man führt eine geeignete Abbildung ein, die eben RD auf x abbildet. Ja, hierzu bezeichnen wir mit T einen Vektorraum-Isomorphismus, also eine bijektive lineare Abbildung vom KD nach x. Sowas existiert, weil ja x ein endlichdimensionaler Vektorraum ist, dann hat er eine Basis, und dann kann man diese lineare Bijektion
ganz einfach hinschreiben. Und mit Hilfe dieser Abbildung führen wir jetzt zwei Normen auf KD ein. Und zwar indizieren wir die Normen mit 1 oder 2, also das I hier ist 1 oder 2, und wir definieren uns die Norm eines Vektors in KD dadurch, dass wir einfach dieses T nehmen, in x abbilden und dann die entsprechende Norm auf x anwenden. Dann kann man zeigen, dass diese so definierte Abbildung tatsächlich eine Norm auf KD ist. Also diese Abbildung hier, wir haben ja zwei Stück, sind Normen auf RD oder CD. Und jetzt haben wir ja schon gezeigt, dass alle Normen auf, im ersten Schritt gezeigt, dass alle Normen auf RD oder CD äquivalent sind. Das heißt, dass es Konstanten gibt, eine Konstante gibt, sodass 1 durch C die Norm von x bezüglich dieser T1-Norm abgeschätzt werden kann durch die T2-Norm und das kann man wieder abschätzen durch die T1-Norm. Und aufgrund der Definition dieser Normen ist ja das nichts anderes als die Tx-Norm bezüglich der 1-Norm in x. Und das hier ist nichts anderes als die Tx-Norm bezüglich der 2-Norm von x. Und hier haben wir wieder die Norm von Tx bezügllich der 1-Norm. Und die sind eben dann genauso abgeschätzt. Und jetzt ist ja T eine Bijektion. Das heißt, die Abbildung T ist insbesondere surjektiv. Und aufgrund dieser Abschätzung gilt diese, die ja für alle Vektoren im Bildbereich der Abbildung T richtig sein muss, dann gilt diese Abschätzung eben auch für alle Vektoren aus x. Das heißt, wir haben ja letztlich gezeigt, für alle, ich nenne die jetzt mal y, die Vektoren aus x gilt 1 durch c, y1 ist abgeschätzt durch die 2-Norm von y und das ist abgeschätzt durch die 1-Norm von y. Und das sieht man, indem man eben für x das Urbild von y unter t wählt. Und damit ist dieser Satz bewiesen. Ja, in diesem Beweis gerade kamen lineare Bijektionen zwischen Vektorräumen vor, die die Norm erhalten, also die nicht nur linear und bijektiv sind, sondern die auch besonders gut zur Normstruktur des Raumes passen. Und man führt nun verschiedene Begriffe ein, die quasi die Qualität in Bezug auf Eigenschaften der Norm von solchen linearen Abbildungen dann adressieren. Schauen wir uns also diese Definition an. Wir nehmen uns zwei normierte Vektorräume x und y her und eine Abbildung zwischen den Räumen. Und wir führen zwei Begriffe ein. Der erste Begriff ist der Isomorphismus. Sie kennen Isomorphismen aus der linearen Algebra als Abbildung zwischen Vektorräumen, die linear sind und bijektiv. So, in der Analysis hat man es immer mit normierten Räumen zu tun oder mit noch allgemeineren Strukturen, mit denen man Konvergenzaussagen definieren kann. Und deshalb versteht man unter einem Isomorphismus jetzt auch eine Abbildung, die nicht nur die Vektorraumstruktur erhält, sondern eben auch diese topologische Struktur, die Normstruktur. Und deshalb unterscheidet sich dieser Isomorphismusbegriff der Analysis von jener aus der linearen Algebra. Da kommen zusätzliche Eigenschaften hinzu. Okay, aber wir nennen jetzt eben eine Abbildung T Isomorphismus, falls es eine lineare Bijektion ist und die Abbildung als auch die Umkehrabbildung stetig sind. Und wenn wir zwei Räume x und y haben und zwischen denen gibt es so einen Isomorphismus, dann nennt man die Räume isomorph. Dann etwas stärker ist noch der Begriff isometrischer Isomorphismus.
Darunter versteht man einen Isomorphismus, der zusätzlich noch die Eigenschaft hat, dass die Norm erhalten bleibt, wenn wir diese Abbildung anwenden. Ja, und man kann dann Räume, zwischen denen es einen isometrischen Isomorphismus gibt, die kann man isometrisch isomorph nennen. Dann eine schwächere Abbildungsstruktur ist der Homeomorphismus. Für diese Struktur braucht man überhaupt nicht die Vektorraumstruktur, sondern man braucht nur die Struktur eines metrischen Raumes. Und man nennt jetzt eben eine Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen, die stetig ist und deren Umkehrabbildung auch stetig ist. Das heißt, es muss eine Bijektion sein. Sowas nennt man einen Homeomorphismus. Und wenn sowas existiert, dann nennt man die Räume eben homeomorph. Ja, ein paar Bemerkungen. Die Begrifflichkeiten, die sind verschieden stark. Der stärkste Begriff ist der isometrische Isomorphismus. Jeder isometrische Isomorphismus ist ein Isomorphismus und jeder Isomorphismus ist ein Homeomorphismus. Und entsprechend sind eben dann isomorphe Räume auch schon homeomorphe Räume. Ja, und wir möchten ganz kurz bei homeomorphen Räumen bleiben. Und die Hauptbotschaft der nachfolgenden Kommentare ist, dass Räume, die homeomorph sind, die haben die gleiche topologische Struktur. Das heißt, man kann, wenn man die Konvergenz einer Folge in einem Raum versteht, dann die Konvergenz von Folgen in dem dazu homeomorphen Raum verstehen. Und das Gleiche gilt für stetige Funktionen. Und das alles beruht darauf, dass man eben die Struktur offener Mengen übertragen kann. Und das ist diese Bemerkung hier. Wir fangen erstmal an, uns daran zu erinnern, dass auf metrischen Räumen stetige Funktionen genau jene sind, die die folgende Eigenschaft haben, nämlich wenn wir eine offene Menge aus dem Bildraum nehmen, dann muss das Urbild unter der stetigen Funktion wieder offen sein. Und das ist eine Äquivalenzcharakterisierung, das heißt, wenn wir eine Funktion haben mit dieser Eigenschaft, dann ist die auch stetig. Und jetzt ist es so, aufgrund dieser Beobachtung, dass wenn jetzt also t ein Homeomorphismus ist, das heißt t und die Umkehrabbildung von t sind stetig, dann kriegen wir eine Äquivalenz der offenen Mengen. Man kann das zum Beispiel so ausdrücken, indem man sagt, also die Menge aller offenen Mengen im Bildraum sind genau die Bildmengen offener Mengen aus dem Definitionsbereich. Und man kann das auch umdrehen, indem man hier die offenen Mengen in x betrachtet und hier die Urbildmengen offener Mengen aus Y. Und das Gleiche gilt auch für abgeschlossene Mengen. Wir werden später diese Menge, die hier steht, als die Topologie von dem normierten Raum Y bezeichnen. Und und feststellen, dass man, wenn man eine Topologie hat, eben die ganzen Sachen wie Stetigkeit und Konvergenz von Folgen und so weiter einführen kann. Und diese Aussage sagt also, wenn zwei Räume homeomorph sind, dann haben sie dieselbe Topologie. Ja, und hier sehen wir ein Beispiel dafür, wie man mit offenen Mengen die Folgenkonvergenz charakterisieren kann. Wenn wir einen metrischen Raum haben und eine Folge darin, und ein potenzieller Grenzwert x, dann ist die Folge gegen x genau dann konvergent, wenn für jede offene Menge gilt, falls diese offene Menge x enthält, so muss sie auch fast alle bis auf endlich viele der Folgenglieder enthalten. So eine Charakterisierung hatten wir uns schon mal in der Analysis 1 angesehen. Und wenn man jetzt das mal in Beziehung setzt zu dem Homeomorphismus, der eben besagt, dass die Struktur der offenen Mengen sich überträgen lässt zwischen den zwei Räumen, dann sieht man sofort, dass wenn wir eine Folge im Raum X haben, mit möglichem Grenzwert X, und uns die Folge ansehen, die man durch Anwenden der Abbildung T erhält, dann gilt, falls T ein Homeomorphismus ist, dass xn gegen x genau dann konvergiert, wenn die Bildvektoren konvergieren in y.
Hier sieht man also in homeomorphen Räumen, versteht man oder kann die kann Konvergenzeigenschaften von Folgen übertragen auf den Bildraum oder vom Bildraum in den Urbildraum. Und das Gleiche gilt für stetige Funktionen. Wenn wir einen metrischen Raum haben und einen Homeomorphismus und eine Abbildung von x nach m in den metrischen Raum, dann ist die stetig genau dann, wenn eben die Komposition aus f und der Umkappabbildung des Homeomorphismus stetig ist auf y. Okay, und also die zentrale Aussage ist, die man sich merken soll, ist, dass wenn zwei Räume homeomorph sind, dann besitzen sie dieselbe topologische Struktur. Andererseits haben wir ja gesehen, dass sie sehr verschiedene Geometrien besitzen können. Wir denken an die Einheitskugeln in LP, die ja vom Exponenten p abhängen und eben Kreisscheiben sein können, wenn p gleich 2 ist, oder eben Quadrate, wenn p gleich unendlich ist oder p gleich 1. Und wir werden gleich sehen, dass diese Räume homeomorph sind. Sie sind sogar isomorph, aber sie sind nicht isometrisch. Und die letzte Beobachtung ist, wenn man isometrisch isomorphe Räume hat, dann besitzen sie auch dieselbe Geometrie. Denn dann sind ja die Normen des Bildpunktes und des Urbildpunktes identisch und damit auch die Geometrie. Ja, ein Beispiel für einen Homeomorphismus, der kein Isomorphismus ist, und eben auch zeigt, dass die geometrische Struktur ganz anders aussehen kann bei Räumen, die homeomorph sind, ist hier in diesem Beispiel enthalten. Und zwar schauen wir uns hier zum einen auf dem RD die Einheitskugel an bezüglich einer beliebigen Norm. Ich male jetzt mal ein Bild bezüglich der 2-Norm. Dann ist die Einheitskugel eben eine Kreisscheibe in d gleich 2 um die 0 herum. Und die Behauptung ist, dass diese Menge hier, also diese Kreisscheibe ohne den Rand, homeomorph ist zum ganzen RD in dem Bild, also zum ganzen R2. Und die Abbildung, der Homeomorphismus ist hier durchgegeben, das ist die Abbildung f, die hier explizit definiert ist. Man beachte da die Norm jedes Vektors dieser Kreisscheibe eben echt kleiner 1 ist, ist der Nenner auch tatsächlich immer größer 0 und der Ausdruck ist wohl definiert. Man sieht auch, dass er stetig ist. Man kann die Umkehrabbildung angeben und damit auch feststellen, dass es eine Bijektion ist. Und auch die Umkehrabbildung ist offensichtlich stetig. Und damit haben wir einen Homeomorphismus. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, wenn wir ein x haben, zum Beispiel dieses hier, dann liegt das x ja auf einem Strahl, der durch die 0 und diesen Punkt geht. Und dieses x wird auf einem Bildpunkt geworfen, der auf diesem Strahl liegt, und der Bildpunkt, der wird umso näher an dem Rand der Kreisscheibe sein, umso näher der Punkt eben an der Null ist. Und wenn der Punkt eben zum Rand dieser Kreisscheibe wandert, dann wandert der Bildpunkt eben unendlich. Der wird weit draußen liegen. Ja, dann schauen wir uns ein paar Beispiele für Isomorphismen an. Zunächst das erste Beispiel ist eine lineare Abbildung von KD nach KD, eine beliebige lineare Abbildung. Und wenn diese bijektiv ist, dann behaupten wir jetzt, dass egal welche Norm wir wählen auf diesen Räumen, dass man dann einen Isomorphismus hat. Warum ist das richtig? Wir haben zunächst mal gesehen, dass wenn wir diese Räume mit der Maximumsnorm ausstatten und sowohl den Bild als auch den Urbildraum, den Definitionsbereich, dann ist so eine lineare Abbildung immer stetig. Das war eine Erkenntnis, die wir im Beispiel 1.26 gemacht haben. Und weil eben auch die, wenn das jetzt eine Bijektion ist, dann ist ja auch die Umkehrabbildung eine Abbildung von KD nach KD, und wenn wir die Räume mit der Maximumsnorm ausstatten, ist das eben dann auch eine stetige Abbildung und damit ist sowas ein Isomorphismus. Und wenn wir jetzt eine beliebige andere Norm nehmen, dann im Bildraum oder auch im Urbildraum, dann, da können wir auch verschiedene Normen nehmen, dann haben wir gesehen, dass diese Normen alle äquivalent sind auf einem endlich dimensionalen Raum, und das bedeutet, dass dann auch, egal welche Norm wir hier und hier wählen, wir es immer mit einem Isomorphismus zu tun haben.
In diesem Beispiel möchten wir uns einen isometrischen Isomorphismus ansehen und die Idee ist folgende, also unsere Abbildung wird eine Abbildung sein von KD nach KD und die ist dadurch eindeutig bestimmt, dass wenn wir diese Abbildung auf einen der Standardbasisvektoren abbilden, dann wird diesem Basisvektor ein anderer Basisvektor zugeordnet und zwar mit Index Sigma i. Und dieses Sigma hier ist also eine Abbildung, welche einen Index auf einen anderen Index abbildet. Und wir möchten, dass es eine Bijektion ist. In anderen Worten, es ist eine Permutation. Offensichtlich ist diese Abbildung hier linear, also beziehungsweise wir finden eine lineare Abbildung, die genau das hier erfüllt. Und die Abbildung ist eine Bijektion, denn sie bildet dann Basisvektoren auf Basisvektoren ab oder eine Basis auf eine Basis ab. Und damit als lineare Bijektion auf oder zwischen endlich dimensionalen Räumen ist es dann eben auch eine stetige Abbildung. Und die Umkehrbildung ist eben auch stetig und damit ist es ein Isomorphismus. Man sieht jetzt aber noch mehr, denn wenn ich beispielsweise die Norm, die eine P-Norme ansehe, von dem Bildpunkt unter dieser Abbildung und ich das ausschreibe, i die Komponente des Bildpunktes mir ansehe, dann stellt man fest, dass das, was hier steht, ja nichts anderes ist als die x, wahrscheinlich Sigma minus 1, i die Komponente von i. Die Umkehrbildung von Sigma ist jetzt auch nur eine Permutation und das bedeutet, dass diese Summe, die hier steht, eigentlich die gleiche ist wie die Summe, die ich jetzt hier aufschreiben werde. Und das Einzige, was sich von hier nach hier geändert hat, war die Reihenfolge, in der wir aufsummiert haben. Aber das führt ja zum gleichen Ergebnis. Und was hier dann tatsächlich steht auf der rechten Seite ist jetzt die P-Norm von x und da haben wir gezeigt, für alle x ist also die P-Norm des Bildpunktes identisch mit der P-Norm des Urbildpunktes und damit ist dieses T nicht nur ein Isomorphismus, sondern ein isometrischer Isomorphismus. Ja, das nächste Beispiel ist vielleicht ein technischeres Beispiel, nämlich das haben wir in dem Beweis von Satz 1,59 verwendet. Hier war hatten wir zwei Räume, den KD und den Vektorraum X und wir hatten uns eine Abbildung T angesehen, die von KD nach X geht und wir haben angenommen, dass das eine Bijektion ist und linear, was dazu führt, dass X natürlich ein endlich dimensionaler Vektorraum sein muss mit Dimension D. Und dann hatten wir auf KD eine Norm eingeführt, indem wir die Norm von X verwendet haben und wir haben einfach gesagt, für einen Vektor aus KD sei die Norm gegeben durch die Norm des Bildpunktes unter T. Und wir haben festgestellt, das ist also eine Norm dann auf KD. Und man kann dann feststellen, dass wenn man die Norm so definiert, dass dann die lineare Abbildung, die von KD ausgestattet mit dieser speziellen Norm nach x geht. Diese Abbildung ist nach Definition dann ein isometrischer Isomorphismus. Das heißt, in diesem Satz, in dem wir bewiesen haben, dass auf endlich dimensionalen Vektorräumen alle Normen äquivalent sind, in diesem Satz haben wir schon gezeigt, dass wenn wir einen endlich dimensionalen Vektorraum mit Dimension d haben, meinetwegen x, und der normiert ist, dass dieser Raum dann isomorph ist zum Vektorraum KD. Zunächst mal isometrisch isomorph zum Vektorraum KD, wenn wir den KD mit dieser hier definierten Norm eben ausstatten und weil dann aber die Normen auf KD auch alle äquivalent sind, haben wir gezeigt, dass also Folgendes gilt, wenn x ein endlich dimensionaler Vektorraum ist, normierter Vektorraum ist, mit der Dimension von x ist gleich d, dann ist x
isomorph zu KD und wir können da eine beliebige Norm hinschreiben, meinetwegen die Unendlich-Norm. Das soll heißen isomorph. Ja, in diesem letzten Beispiel wollen wir einen Zusammenhang herstellen zwischen Äquivalenz von Normen und Isomorphie von normierten Räumen. Und dazu schauen wir uns jetzt einen einzelnen Vektorraum x an, der aber zwei Normen hat, 1 und 2, und wir schauen uns die Identitätsabbildung an. Den Vektorraum x, aus dem Vektorraum x kann man jetzt zwei normierte Räume bauen. Und wir schauen uns die Abbildung an, die von dem einen normierten Raum, nämlich dem x mit ausgestattet mit der ersten Norm, in x ausgestattet mit der zweiten Norm führt. Man stellt dann fest, dass die Identität ein Isomorphismus ist, genau dann, wenn die Normen äquivalent sind. Und das ist einfach zu beweisen. Was man da hauptsächlich verwenden muss, ist, dass eben T eine lineare Abbildung zwischen zwei Räumen ist stetig, genau dann, wenn das Bild der Einheitskugel beschränkt ist. Und man kann sehen, dass das ja äquivalent dazu ist, dass es eine Konstante gibt, sodass die Abschätzung gilt, dass man die Norm von U-Bildpunkten durch die Konstante mal die Norm der Bildpunkte abschätzen kann. Und wenn wir diese Abschätzung anwenden auf diese Abbildung T, welche durch die Identitätsabbildung gegeben ist, dann heißt es gerade, dass man hier die 2-Norm durch die 1-Norm abschätzen kann. Und wenn wir uns die Umkehrabbildung zur Identitätsabbildung, das ist dieselbe Abbildung, ansehen, dann steht hier, dass man die 1-Norm durch die 2-Norm abschätzen kann. Falls eben I oder die Umkehrabbildung von I stetig sind, und so kann man diese Beobachtung beweisen. Ja, mit diesem Konzept der Isomorphie von normierten Vektorräumen können wir jetzt auch zeigen, dass zwei normierte Vektorräume die gleiche topologische Struktur besitzen, wenn sie die gleiche endliche Dimension besitzen. Und das ist Inhalt dieses Satzes. Normierte Vektorräume mit endlicher Dimension sind genau dann isomorph, wenn sie dieselbe Dimension besitzen. Okay, beweisen wir das. Dazu nehmen wir uns zwei Vektorräume her, x und y. Und wir nehmen an, dass beide Vektorräume dieselbe Dimension haben und die sei endlich. Für unendlich dimensionale Vektorräume wird dieser Satz nicht richtig. Weil die Vektorräume die gleiche Dimension haben, finden wir eine lineare Bijektion zwischen diesen Vektorräumen. Sei also T eine Abbildung von x nach y, linear und bijektiv. Und mit Hilfe diesem T definieren wir uns jetzt eine zweite Norm auf x, genauso wie wir es schon mal gemacht haben. Die T-Norm von x sei dadurch gegeben, dass wir T auf x anwenden und dann landen wir an y und dort nehmen wir die y-Norm. Ja, und das ist in der Tat eine Norm. Und zweitens, aufgrund dieser Konstruktion, die wir hier gemacht haben, sieht man, dass diese Abbildung T, betrachtet als Abbildung von x ausgestattet mit dieser Norm nach y, diese Abbildung ist ein Isomorphismus, es ist sogar ein isometrischer Isomorphismus. Ja, und damit ist gezeigt, dass zumindest dieser normierte Raum isomorph, sogar isometrisch isomorph ist zu diesem normierten Raum. Und jetzt stellt man als letztes fest, da x endlich dimensional ist, sind alle Normen auf diesem x-Raum äquivalent. Das heißt, insbesondere sind die ursprünglich gegebenen Normen und diese Norm, die wir definiert haben, äquivalent.
Und das impliziert nun, dass T auch gesehen als Abbildung von x mit der ursprünglichen Norm nach y ein Isomorphismus ist. Ja, die Details finden Sie auch im Skript dazu. Und damit ist dieser Satz bewiesen. Ja, mit Hilfe dieses Satzes und der vorangegangenen Beobachtung können wir jetzt einiges über die Konvergenz und Topologie von endlich dimensionalen normierten Räumen aussagen. Und das geschieht hier oder ist zusammengefasst in diesem Satz 1,56. Hier ist x ein normierter K-Vektorraum mit endlich Dimension d. Und die erste Beobachtung ist, und das ist einfach eine direkte Anwendung von dem vorangegangenen Satz, dass dieser Raum zu dem KD mit der P-Norm isomorph ist und hier können wir die P-Norm beliebig wählen. Weiterhin wissen wir, dass, weil wir es schon gezeigt haben, dass wenn wir eine lineare Abbildung haben zwischen KD und KN, dass diese Abbildung automatisch stetig ist. Und weil jetzt jeder endlich dimensionale Vektorraum isomorph ist zu einem KD bzw. KN, je nach Dimension, können wir auch sehen, dass wenn wir eine lineare Abbildung haben zwischen zwei endlich dimensionalen normierten Räumen, dann ist die automatisch stetig. Ja, was dann auch folgt, ist, jeder endlich dimensionale normierte Raum ist ein Banachraum. Warum? Jeder endlich dimensionale Raum ist eben äquivalent zu so einem Raum mit einem mit geeigneter Dimension d. Und diese Räume sind aber Banachräume, das hatten wir schon bewiesen. Und da die Räume isomorph sind, erbt also dieser Raum hier, der allgemeine endlich dimensionale Vektorraum, die Eigenschaft, vollständig zu sein. Und das Gleiche gilt auch für Teilmengen. Wir sehen, eine Teilmenge in einem endlich dimensionalen normierten Raum ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist. Auch das haben wir zunächst für Teilmengen in RD bzw. CD bewiesen und das überträgt sich jetzt aufgrund dieser ersten Beobachtung hier auf beliebige endlich dimensionale Vektorräume. Und der wichtige Punkt hier bei diesen Aussagen ist, dass die Dimension des Vektorraums wirklich endlich ist. Die Aussagen gelten im Allgemeinen nicht mehr für unendlich dimensionale Vektorräume und das sehen wir hier als Beispiel in diesem Satz. Der Satz sagt nämlich, wenn wir einen normierten Raum haben und uns die Einheitskugel ansehen, also die Kugel aller Vektoren, deren Norm kleiner gleich 1 ist, die abgeschlossene Einheitskugel, dann ist diese Einheitskugel genau dann kompakt, wenn die Dimension kleiner und endlich ist. Das ist eine Tatsache, die man sich unbedingt merken muss. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, der eben insbesondere aussagt, dass sich unendlich dimensionale normierte Räume anders verhalten als endlich dimensionale. Ja, diesen Satz werden wir nicht vollständig beweisen. Wir werden nur die Rückrichtung anschauen, nämlich dass in einem endlich dimensionalen Fall die Einheitskugel kompakt ist. Und das ist klar, denn diese Einheitskugel ist nach Konstruktion beschränkt und sie ist abgeschlossen. Und dann haben wir für endlich dimensionale Vektorräume diese Charakterisierung, die uns dann eben sagt, dass die Menge kompakt ist. Die Tatsache, dass die andere Richtung gilt, die werden wir nicht beweisen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Lernvideos und auch am Ende des Kapitels über endlich dimensionale normierte Räume. Bis zum nächsten Mal.